Wer pünktlich anfängt, der kann auch pünktlich aufhören. Ich begrüße Sie im Namen der Hermann-Ehlers-Akademie und freue mich, dass wir heute Abend einen interessanten Vortrag hören werden von Herrn, so, jetzt sage ich ein Wort, das Sie vielleicht nicht so oft bisher gehört haben, von Herrn Diplom-Prähistoriker. Es gibt einen Diplom-Ingenieur und sowas nicht, aber ein Diplom-Prähistoriker, das ist einer, der seine Prüfung nicht als Magister Artium macht, sondern in Kiel jedenfalls, mit naturwissenschaftlichen Themen. Das eine ist mehr die geisteswissenschaftliche Richtung und der Diplom-Prähistoriker ist mehr die naturwissenschaftliche Richtung. Ich habe spottweise und weiß das gar nicht, ob das auf ihn zutrifft. Man kann daran sehen, ob einer Latein kann oder nicht. Ja? Ich nehme mal an, auf ihn trifft das gar nicht zu. Aber er ist auch promoviert, also Diplom-Prähistoriker Dr. Martin Sinkstein. Wo würden Sie ihn hin projizieren, wenn Sie ihn so sehen? Ein Pastorensohn von der Insel Amrum. So einfach ist das. Er studierte in Marburg und das verbindet uns, ich habe nämlich auch mal in Marburg studiert, und Kiel und das verbindet uns nochmal, denn ich habe auch mal in Kiel studiert. Ich war zwischendrin noch in München, aber das war er nicht. Und zwar Urgeschichte und Frühgeschichte, Ur- und Frühgeschichte, wie wir das nennen, und dann die biologischen Fächer, ich würde sagen Biologie, nein, er sagt Zoologie und Botanik. Ja, nicht? Man braucht drei Fächer und dann macht man Zoologie und Botanik. Dann hat man die drei Fächer. Promoviert worden ist er mit einem Thema zur der Landschaft, aus der er stammt, aber natürlich nicht Amrum, sondern Föhr. Marschen der Insel Föhr und der Wiedingharde, das ist Festland, als Altsiedlungsland. Ein sehr spannendes Thema, aber wenn er darüber referieren würde, ich weiß nicht, ob wir da unbedingt den Saal voll bekommen. Und er hat sich dann aber einfangen lassen vom Archäologischen Landesamt, wo er seit 2006 Dezernent ist und im Wesentlichen zuständig für bestimmte Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg. Und mit Nordfriesland ist natürlich auch Westküstenforschung verbunden. Außerdem ist er, ganz bescheiden sagt er, Sporttaucher, aber das hat ihn dazu gebracht, sich mit den Forschungen zu beschäftigen, denn da braucht man ja jemanden am so einem Amt, wenn man mit solchen Befunden konfrontiert ist, die er uns vorführen wird. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ich habe der Akademie empfohlen, ihn als Referenten zu holen zu diesem Thema und Sie werden fröhlich nach Hause gehen, das kann ich Ihnen sagen. Wir fluten jetzt diesen Raum, Herr Sinkstein. Ja? Sie haben das Wort. Ja, schönen Dank, Herr Professor Reichstein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde mir Mühe geben, Ihnen einen interessanten Vortrag sozusagen unter Wasser zu halten. Wenn wir uns archäologische Fundstellen unter Wasser ansehen, so haben sie eine ganz eigene Ästhetik. Dieses schöne Unterwasserbild, das Gerald Lorenz, der hier auch anwesend ist, in unvergleichlicher Weise gemacht hat, zeigt uns eine Dimension, die wir an Land so nicht vorfinden können. Schwebend im Wasser befindet sich der Taucher über dem Wrack und erfasst es. Er ist mit dem Wrack in einem Medium quasi und man sieht die relativ gute Holzerhaltung, das Schiff wie eine Zeitkapsel dort gesunken am Meeresgrund, eine ganz eigene Fundkategorie. Wenn wir das archäologisch-denkmalpflegerisch betrachten, das Archäologische Landesamt hat ja die Aufgabe, die Denkmale im Lande zu bewahren und zu erforschen, dann ist das sicher eine ganz besondere Herausforderung, aber auch eine ganz besondere Möglichkeit,
diese Schiffe, die meistens ja in einem Unglück untergegangen sind, plötzlich mit all dem, was an Bord war, gesunken sind. Sie liegen dort und warten darauf, erforscht zu werden. Es ist aber auch eben eine große Herausforderung, diese Denkmale zu schützen. Unter Wasser gibt es keine Polizei. Viele Leute möchten solche Funde aus diesen Schiffen gerne haben. Es ist seit langer Zeit, werden solche Schiffe hauptsächlich als Schatztruhen quasi gesehen. Die Zeitungen sind immer wieder voll von Schatztaucherfirmen, die also dort ihr Glück machen wollen, die Aktien verkaufen. Und das ist denkmalpflegerisch ein großes Problem, dass wir diese Fundstellen unter Wasser nur sehr schwer schützen können und erforschen können. Grundsätzlich sollte aber gelten, dass Denkmale, ganz egal, ob sie an Land sind oder unter Wasser, den gleichen Status, die gleichen Wertschätzung genießen sollten. Und in diese Richtung geht ja zum Beispiel auch die UNESCO-Konvention zum Schutz des Kulturerbes unter Wasser, die von dieser Prämisse ausgeht. Und auch darum bemühen wir uns, dass wir Unterwasserfundstellen mit der gleichen Sorgfalt und mit der gleichen, mit dem gleichen Anspruch behandeln. Was für Fundstellen gibt es unter Wasser? Natürlich haben wir Handelsschiffe, die in einem Sturm gesunken sind oder absichtlich versenkt worden sind, um Versicherungssummen zu kassieren zum Beispiel. Es gibt steinzeitliche Siedlungen unter Wasser und da gibt es natürlich auch Fundstellen, die von Schlachtereignissen herrühren, von Seeschlachten, die ja immer wieder in bestimmten Bereichen, vor allem der Ostsee, aber natürlich auch der Nordsee stattgefunden haben. Fehmarn Belt, das ist so ein Bereich, wo verschiedene Seeschlachten stattgefunden haben. Als eine Meerenge begegneten sich dort die verfeindeten Schiffe und es kam zu solchen Szenen wie hier unten dargestellt. Das sind nun nicht, ist nun nicht eine Szene, die eine riesige Schlacht darstellt, sondern es sind szenische Darstellungen, die praktisch wie ein Comicstrip zu lesen sind. Man hat also immer wieder die gleichen Schiffe hier in verschiedenen Abläufen der Kampfhandlungen dargestellt. Und links im Bild sehen Sie dort ein brennendes Schiff. Das ist ein schwedischer Brander. Die Schweden haben hier im Kampf gegen die Dänen und Niederländer ein Schiff in Flammen gesetzt, angezündet und es in die dänischen Linien treiben lassen mit Erfolg. Das dänische Schiff Lindormen fing Feuer und sank 1644 im Fehmarn Belt. Das ist deswegen für uns interessant, weil die Fehmarn Belt-Querung natürlich auch eine denkmalpflegerische Komponente unter Wasser besitzt. Nicht nur an Land wird ja sehr viel gebaut und gearbeitet, sondern Sie wissen, es wird sehr wahrscheinlich ein riesiger Tunnel werden. Dazu muss ein sehr breiter Graben gezogen werden, 150 Meter breit, 18 Kilometer lang. Das sind ganz erhebliche Bodenbewegungen. Das Archäologische Landesamt war also zusammen mit dem Wikinger Schiffsmuseum Roskilde aufgerufen, hier denkmalpflegerisch tätig zu werden, im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung zu sehen, ob es dort Unterwasserdenkmale gibt, die schützenswert sind. Und hier sehen wir so ein Wrack, das auch vom BSH bereits kartiert worden ist, das schon lange bekannt ist und in den Seekarten auch eingetragen ist. Und im Multibeam, also im Fächerecholot-Bild, sieht man noch sehr schön diese schiffsförmigen Ausmaße, also ein wohlbewahrtes Schiffswrack, das wir dann im letzten Jahr intensiv betaucht haben. Es spricht sehr viel dafür, dass es tatsächlich die dänische Lindormen ist. Es sind sehr viel verbrannte Hölzer dort an Bord. Wir haben Dendrodatierung von Hölzern vorgenommen und es geht alles in die Richtung Lindormen. Wir können also einen historisch bekannten Prozess hier mit einer Fundstelle unter Wasser verbinden und diese liegt nun etwa 300 Meter von diesem zukünftigen Graben entfernt. Das heißt, hier müssen klare Konzepte her, hier muss geprüft werden, wie so ein Schiff geschützt werden kann. Denken Sie nur daran, diese riesigen Schiffe, die graben dort und haben Anker, mit denen sie entsprechend vertäut werden. Es wäre fatal, wenn also ein Schiff, das ja 1644 untergegangen ist, also entsprechend früher gebaut worden ist, ein wichtiges historisches Dokument, also wenn es durch so einen Anker zerstört werden würde. Das sind die Themen, die uns unter Wasser beschäftigen. Und nur so als kleinen Einstieg, was unter Wasser auch an Herausforderungen auf die Archäologen warten kann. Wir hatten ein Schlachtereignis 1644, das ist der 30-jährige Krieg natürlich. Dann gab es später den großen Nordischen Krieg 1700 bis 1720. Auch hier an derselben Stelle im Grunde kommt es wieder zu einer Schlacht zwischen dänischen und schwedischen Verbänden. Sie sehen hier eine zeitgenössische Darstellung
ein Stich, wo sehr viele Schiffe sehr stereotyp dargestellt sind. Man sieht sehr viel Pulverdampf. Wenn man sich das Ganze genauer anguckt, dann sieht man hier so kleine Buchstaben. Auf der rechten Seite der schwedische Verband besteht aus 4 Linienschiffen, das heißt also großen Kriegsschiffen und 2 Fregatten, die sich hier schon hinter den größeren Schiffen verstecken. Auf der anderen Seite ein deutlich größerer dänischer Verband aus insgesamt 9 Linienschiffen und mehreren Fregatten klar überlegen. Die Schweden waren in eine ungünstige Situation geraten. Sie hatten im April, nachdem sie ausgelaufen waren, damals machte man im Krieg ganz normal auch noch eine Winterpause, sehr praktisch. Das hat man dann später aufgegeben. Nachdem sie ausgelaufen waren, hatten sie den Auftrag, Nachschub für Russland abzufangen, auf Fehmarn für Unruhe zu sorgen und natürlich auch dänische Schiffe zu kapern. Ihre Position wurde schnell entdeckt und die Dänen schickten einen Verband, um sie aufzureiben. Sie wurden im Fehmarnbelt dann mit den dänischen Schiffen konfrontiert und der schwedische Schaut bei Nacht, also Admiral Wachtmeister, entschloss sich trotz klarer Unterlegenheit den Kampf anzunehmen. Damals gab es da auch noch eine sehr große Ritterlichkeit. Es gibt sogar Geschichten, dass man sich auch gegenseitig mit Schießpulver oder mit Kraut, wie man sagte, aushalf, wenn man also knapp war. Das sind etwas andere Verhältnisse natürlich. Sieht man auch daran, naja, das ist vielleicht auch noch sehr aktuell. Die Schweden waren damals diejenigen, die die besten Eisenkanonen produzierten und die haben sie fröhlich über die Niederlande auch an die Dänen, also an ihre Feinde, verkauft. Wurden also dann mit ihren eigenen Kanonen beschossen. Das war aber kein Problem, das war ganz normal. Diese klare dänische Überlegenheit, die wird dann auch in solchen Darstellungen von dänischen Marinemalern des 19. Jahrhunderts zur Schau gestellt, dass man aber den Eindruck hat, dass es eigentlich nur dänische Schiffe waren, die in diesem Schlachtgetümmel dabei waren, das ist sicher nicht ganz richtig. Dieses Gefecht, das dauerte vom Morgen bis zur Abenddämmerung und Sie sehen, dass die Schweden nicht nur deutlich unterlegen waren, dass sie auch noch die zum Wind gesehen ungünstige Lehposition haben, das heißt der Pulverqualm, der zieht durch die Schiffe hindurch nach rechts, während er von den dänischen Schiffen wegtreibt und sie ja verhüllt, also entsprechend eine gewisse Tarnung dann auch darstellt. Die Dänen haben etwa 500 Kanonen, die Schweden knapp 300 und am Ende des Tages sind die schwedischen Schiffe schwer beschädigt und kaum noch kampffähig. Sehr viele Tote und Verletzte sind zu beklagen und es ist also eine aussichtslose Lage, in der sich dann der Herr Wachtmeister entscheidet, vom Fehmarnbelt in der Nacht mit dem Wind nach Westen zu segeln, also den Ort des Geschehens zu verlassen und sich zurückzuziehen. Das hat er getan, um in Ruhe den letzten Akt dieses Kampfes durchführen zu können. Er lässt die Schiffe auf Grund laufen, und zwar unweit von Böck, und beginnt damit, diese Schiffe systematisch zu zerstören. Auf dem Bild hier oben ein Ölbild, das wahrscheinlich einem Beteiligten, Herrn Torsjold, zugeeignet war. Da sieht man schon, dass diese Schiffe keinen großen Mast mehr haben, die treiben auf dem Wasser und aus den schriftlichen Quellen wissen wir sehr genau, dass diese Schiffe also mit allem, was möglich war, zerstört wurden. Man schoss mit den Kanonen in die Rümpfe hinein, man hackte alles ab und warf es über Bord. Nur hat man diese Schiffe natürlich nicht in Brand gesteckt, da man sich ja selber noch darauf aufhielt. Es war also Ende April noch recht frisch und am Ufer warteten schon die dänischen Soldaten, die in Friedrichsort stationiert waren und das natürlich dann auch mitbekommen haben. Das sind ja nur wenige Kilometer. Das heißt, die Schweden saßen hier auf ihren Schiffen fest und es ging nur noch darum, diese Schiffe nicht in dänische Hände fallen zu lassen. Man hat also versucht, die Schiffe so weit zu zerstören, dass sie nicht mehr brauchbar waren. Das gelang nur teilweise. Von diesen 6 Schiffen konnten in der Folgezeit 5 wieder gehoben werden. Nur die Hedwig Sophia, hier mit der weißen Fahne erkennbar, hier hinten, glaube ich, dort sieht man sie, nur dieses Schiff war dauerhaft verloren und konnte von den Dänen nicht übernommen werden. Sie können sich vorstellen, was das für ein Erfolg war für die dänische Marine, für den dänischen König. Kollege Fred Hocker vom Vasa-Museum in Schweden sagt immer, es dauert 3 Jahre, ein Schiff zu bauen, aber es kann 3 Stunden dauern und man hat ein Schiff erobert. Und das ist natürlich ein enormer Zugewinn und ein sehr, sehr schneller, mit wenig Investitionen verbundener Gewinn. Hier ist es also so, dass der schwedischen Marine gleich 5 wichtige Schiffe in die Hände fallen. Es gelingt ihnen, diese Schiffe
nach und nach wieder flott zu machen. Dabei kommen durchaus auch einige Leute ums Leben. Sie müssen sich vorstellen, dass man in diese Schiffsrümpfe ja hinein muss. Da ist Wasser drin, da sind alle möglichen Dinge drin. Man muss versuchen, diese Leckstellen zu schließen und die Schiffe dann leer zu pumpen und dann wieder in Gang zu bringen. Ein Beteiligter, der damals eigentlich noch weitgehend unbekannt war, Peter Wessel, der tritt dann auch auf die Bühne der Geschichte und wird später als Tordenskjold ein dänischer Nationalheld. Er war der Kapitän einer kleinen Fregatte, Löwendals Galei, und er war nun dadurch, dass er eine schwedische Fregatte verfolgt hatte, auf diesen Verband als erster gestoßen, sah, was passiert, dass die Schweden also dabei sind, ihre Schiffe selbst zu zerstören, und hat dann eigenmächtig einfach eine Order gesandt an den schwedischen Admiral Wachtmeister, worin es hieß, wenn ihr weitermacht, kommt ihr praktisch, ja, erhaltet ihr die Todesstrafe. Und dieser Bluff zeigte Wirkung. Die Schweden stellten ihr Zerstörungswerk ein. Und auf diesem Ölbild sieht man nun, wie Peter Wessel, der spätere Tordenskjold, mit dem gefangenen schwedischen Admiral Wachtmeister zu seinem anrückenden dänischen Verband segelt und den Gefangenen übergibt. Tordenskjold hat dann auch noch weitere Taten vollbracht, und er ist aber durch diese Sache erstmals ins Erscheinung getreten und ist, wie gesagt, dann später auch zum Ritter geadelt worden und hat diesen Ehrennamen Tordenskjold Donnerschild dann erhalten. Sie kennen ihn vielleicht als Streichholzschachteln in Dänemark, also da ist er wirklich sehr populär. Wenn Sie sich diese drei Darstellungen einmal genauer ansehen, dann hat man das Gefühl, dass das wohl die Originaldarstellung ist. Dann gibt es spätere Kopien in anderer Technik verfertigt, die aber szenisch eigentlich genau dasselbe darstellen, wenn Sie hier dieses Schiff sehen und dieses und so weiter. Und selbst auf einer Medaille, einer Ehrenmünze, findet sich diese Darstellung dann immer wieder. Daran können Sie erkennen, dass das für die Dänen ein ganz wichtiges Ereignis war, das also große Bedeutung hatte, das frenetisch gefeiert wurde in Kopenhagen. Tordenskjold hat sich mit einer gekaperten Fregatte aufgemacht nach Kopenhagen, um dem dänischen König zu berichten. Was er leider nicht wusste, der hielt sich gerade in Schleswig auf Schloss Gottorf, und ist dann natürlich, als er davon hörte, gleich zum Ort des Geschehens gereist und hat auf Friedrichsort dann den entsprechenden Kapitänen der dänischen Schiffe, Goldmedaillen verliehen, und es wurden große Belohnungen ausgezahlt. Er hat dann persönlich auch das Flottmachen der schwedischen Schiffe überwacht und angeleitet. Er war begeistert, das lässt sich aus den schriftlichen Dokumenten der Zeit ablesen. Hier ein handschriftliches Dokument vom 27. April 1715, also nur drei Tage später, beziehungsweise zwei Tage, wenn wir bedenken, dass also die Schlacht am 24. war, die Strandungsszene am 25., dann ist also dieser Brief top aktuell, wie wir heute sagen würden. Hier, ich werde nicht weiter auf den Inhalt eingehen, Sie sehen nur so ein paar Schlagworte, Victoria, glücklich Succès, also ein glücklicher Erfolg. Er war begeistert, und das kann man leicht nachvollziehen. Die Hedwig Sophia war nicht zu retten. Sie war so schwer beschädigt, dass alle Bergungsversuche scheiterten, und nach einiger Zeit hat man sie aufgegeben. Es gibt noch Unterlagen, wo die Anwohner das Abwracken der Schiffe bezahlt haben. Sie haben also diese Rechte erworben an dem Schiff und haben das Holz, soweit sie es erreichen konnten, abgehackt. Und das heißt, die Hedwig Sophia wurde bis zur Wasserlinie abgetragen und dann ihrem Schicksal überlassen. Stürme und Rohrwurmbefall haben dann dieses Wrack sehr schnell so verschwinden lassen, dass es von der Wasseroberfläche her nicht mehr zu sehen war. Und damit ist dann allmählich auch eigentlich der konkrete Ort des Geschehens in Vergessenheit geraten. Denn das war nicht mehr zu sehen. In der Erinnerung der Menschen war es natürlich vorhanden, diese Geschichte. Man vermutet auch, dass der Name Schwedeneck noch eine Reminiszenz an dieses Ereignis ist. Aber wo nun eigentlich das Wrack der Hedwig Sophia genau lokalisiert war, das geriet in vollkommene Vergessenheit. Da konnte man also wirklich nur noch raten. Das war so bis zu einer langen Zeit, bis dann in den 70er Jahren durch die Entwicklung der Tauchtechnik auch dann entsprechende Möglichkeiten entstanden, und Rolf Lorenz aus Wendorf hier bei Kiel, der heute auch da ist, freue ich mich ganz besonders, Rolf, der hat in den 70er Jahren in diesem Gebiet dann Kanonen gefunden, Eisenkanonen, die heute im Schloss Gottorf zu finden sind.
die damals mit sehr Improvisationsmitteln gehoben wurden und entsprechend abgeborgen wurden. Aus heutiger Zeit natürlich sehr, sehr wichtiger Fund, weil man in diesem Bereich dann erstmals auf dieses Seegebiet gelenkt wurde. Aber damals waren solche relativ jungen Funde nicht ganz so interessant für die Archäologen. Und es hat sich erst in jüngerer Zeit entwickelt, dass man eigentlich Archäologie ja bis in die Neuzeit, ja fast bis in unsere Zeit betreibt und entsprechend entwickelt. Es waren also einige Kanonenfunde bekannt, aber ich glaube, ich sehe das richtig, Rolf, dass damals noch keiner an die Hedwig Sophia und an diese Geschehnisse gedacht hat. Man hat sich einfach gefreut, dass dort diese interessanten Objekte wurden geborgen, und auch dann ist es eigentlich mehr oder weniger wieder in Vergessenheit geraten. Das war bis zum Jahre 2003, als Kollege Hans-Joachim Kühn mit seinen Leuten eine Nachricht erhielt, dass in diesem Bereich, hier sehen Sie die Uferlinie, hier unten ist der Leuchtturm von Böck, dass in diesem Bereich einige Kanonenkugeln und ähnliches, es wurde auch von einer Kanone gesprochen, die dann aber nie gefunden wurde, aber dort wurden also Schüsse gemeldet und die wurden entsprechend näher untersucht vom Bord des Forschungsschiffes Victorina aus, und in diesem Bereich wurden dann also entsprechende Rundgeschosse, Stangenkugeln und so weiter geborgen. In einem Artikel, der 2005 erschien, in den Archäologischen Nachrichten Schleswig-Holstein, haben dann René Rasmussen und Mike Gelasos zum ersten Mal diesen Fund mit dem Verschwinden der Hedwig Sophia auch in Verbindung gebracht, mit diesen Schlachtereignissen von 1715, beziehungsweise ja dem Nachspiel der Schlacht im Fehmarnbelt. Und es sollte dann weitere 5 Jahre dauern, bis dann tatsächlich eine Verifizierung erfolgen konnte, aber es war so, dass diese Funde doch, das darf ich so sagen, Wolf, dich eigentlich dazu gebracht haben, in diesem Seegebiet ganz verstärkt zu tauchen und zu suchen und auch mit moderner Technik dann entsprechend den Meeresgrund abzuhorchen. Und es gelang dann 2008 eine immer größer werdende Zahl von Kanonen, Eisenkanonen zu lokalisieren, die in situ, praktisch wie im Märchen bei Hänsel und Gretel, so in einer Linie liegen, die sozusagen eine Spur gelegt haben. Und am Ende dieser Spur, nicht ganz am Ende, leicht versetzt, da fand sich dann kurze Zeit darauf auch hier so ein merkwürdiger Haufen, vielleicht hier noch etwas besser zu sehen, ein Steinhaufen, an dessen Seiten Holz herausschaute, und ein Kieler Sporttaucher, der diesen Bereich schon lange kannte, aber nie verstanden hatte, was es eigentlich ist, der erinnerte sich daran, und als er dann sah, dass also Herr Lorenz kurz davor war, das zu entdecken, hat er dann sich kurzerhand mit einem Zeitungsartikel an die Kieler Nachrichten gewendet. Und es hat dann noch einige Überredungskunst gekostet, ihm dann auch die Position zu entlocken, dieser Fundstelle. Aber letztendlich, nach fast 300 Jahren, war nun genau in diesem Seegebiet, wo die Hedwig Sophia damals verschwunden war, ein verheißungsvolles Wrack aufgetaucht, verbunden mit einer Spur von Eisenkanonen, hier ein restauriertes Exemplar. Das war also ein Hinweis, den man nicht ignorieren konnte, der weiter zu verfolgen war und archäologisch zu untersuchen war. Gleichzeitig hatte sich denkmalpflegerisch eine ungünstige Situation ergeben. Gerüchteweise kamen mir immer wieder Meldungen, dass sich also, ich nenne sie Raubtaucher, Sporttaucher, die sich solche Fundstücke sehr gerne aneignen, um sie zu veräußern, dort illegal tummeln wollten. Und da nun davon auszugehen war, dass nicht nur etwa in diesem Bereich der Fundstelle, sondern auch im benachbarten Bereich und auch in dem Seegebiet davor noch weitere Fundstücke befinden würden, haben wir kurzerhand dieses gesamte Seegebiet unter Denkmalschutz gestellt. Das war erstaunlich einfach. Oft ist es sehr schwierig, unter mährische Fundstellen oder unter Denkmalschutz zu stellen. Der Bund hat im Rahmen der Wasserschifffahrtsstraßenverordnung und so oft Einwände. In diesem Fall sind wir glatt durchgekommen, sodass dies sicherlich mit Abstand das größte Denkmalschutzgebiet in Schleswig-Holstein zurzeit ist. So ein Denkmalschutzgebiet muss natürlich entsprechend auch überwacht werden. Wir haben eine Vereinbarung mit der Wasserschutzpolizei Kiel, die dort im Rahmen der Terrorabwehr auch mal Streife fährt. Das ist ganz praktisch, dass wir dort den Eingang zum Nord-Ostsee-Kanal haben, Kiel-Holdenau, der also, wie Sie alle wissen, bevorzugtes Ziel von Al-Qaida ist. Und da muss die Wasserschutzpolizei Streife fahren, und entsprechend wird dann auch dieses Seegebiet mit bestreift.
Ganz klar ist, dass das nicht hundertprozentigen Schutz bieten kann. Diese Taucher sind sehr gewieft. Ich habe mir sagen lassen, dass es also auch mit einer Radarüberwachung, zum Beispiel von der Leuchtturminsel Kiel, nicht vollständig möglich sein wird, eine Schiffsbewegung dort zu beobachten. Diese Leute sind so raffiniert, dass sie also dann an der Fundstelle kurz Taucher absetzen, weiterfahren und nach einer Stunde dann wiederkommen und sie dann aufsammeln. Also es war ganz wichtig, hier ein ganz klares Signal zu setzen. Das ist uns gelungen und seitdem haben wir eigentlich auch keine größeren Beschädigungen feststellen können. Also es ist hier deutlich geworden, dass das kein Kavaliersdelikt ist, dass man da wirklich etwas zerstört, wenn man da Dinge aus dem Zusammenhang reißt und entfernt. Nun mussten wir herauskriegen, ob es tatsächlich die Hedwig Sophia ist. Was ist das für ein Wrack? Das wussten wir nicht. Man konnte es natürlich vermuten, aber ganz so einfach ist es ja nicht. Man muss es auch belegen. Und haben wir dann mit der Hilfe von Herrn Dügutsch von der Schwalbebau dieses schöne Arbeitsschiff für einige Wochen bekommen können. Das ist der Arbeitsponton Süderaue. Sie sehen, dass dort Container auf Deck sind, dass man also wunderbar sich einrichten kann. Diese zwei Stangen, die dort aus dem Schiff herauskommen, gucken, das sind die Anker. Die werden einfach senkrecht in den Boden gedrückt und dann liegt dieses Schiff vollkommen still. Ist die perfekte Arbeitsplattform. Wir hatten sehr viel Platz. Das war auch nötig im Januar, denn Sie können sich vorstellen, dass es recht kalt war. Es wurde ein Film auch noch gedreht, Kampf um die Ostsee. Vielleicht haben Sie ihn gesehen. In den Folgejahren haben wir dann die Arbeiten doch lieber in die Sommermonate verlagert, vor allem deswegen, weil wir auch dann Lehrgrabungen mit der Universität Kiel und mit der Universität Esbjerg durchgeführt haben. Und da reichte dann auch ein kleineres Schiff, die Nordfind von Kiel aus Lavö. So ein Schiff ist dann eine Arbeitsplattform, wo Flaschen befüllt werden, wo man sich ausruht, wo man fertig macht, wo die Ausrüstung vorgehalten wird. Ja, wo man sich auch mal ausruhen kann, wie gesagt, und Sicherungstaucher müssen ständig zur Verfügung stehen. Das ist ein sehr langweiliger und anstrengender Job, weil man immer warten muss und gar nichts passiert. Aber es ist eigentlich gut, dass nichts passiert, denn der ist ja eben für Notfälle da. So haben wir die letzten 3 Jahre diese Fundstelle näher untersucht. Die Untersuchungen sind jetzt erstmal abgeschlossen und ich möchte Ihnen gerne einen kleinen Überblick geben über das, was wir bislang herausgefunden haben. Dieses Bild zeigt Ihnen einen Taucher bei der Arbeit im Bugbereich. Sie sehen ganz massives Balkenwerk, bis zu 80 cm dicke Eiche, beste Qualität, sauber gezimmert und äußerst robust. Auch dies schon ein Hinweis darauf, dass wir sicher kein ganz junges Schiff vor uns haben und auch, dass es sich wohl um ein Kriegsschiff handeln würde, deren Bug- und Heckbereich meistens sehr massiv gebaut ist. Wir haben lange gerätselt, was denn wohl der Bug ist und der Heck und was das Heck. Wir haben diesen Steinhaufen ja als längliches Gebilde empfunden und das war also lange unklar, weil diese Formen sehr fremdartig waren, diese Bauform. Das liegt aber einfach daran, dass solche schwedischen Schiffe in unseren Gewässern nicht sehr zahlreich sind. Ein Problem, was wir ganz akut dann beobachten mussten, wenn Sie sich dieses Bild nochmal ansehen, das Holz ist ja richtig gerade planiert sozusagen, kann man sagen. Und dann sehen Sie, dass also eine Bohrmuschel, Teredo navalis, hierfür verantwortlich ist. Das ist ein äußerst gefräßiges Tier, das sich senkrecht durch das Holz hindurchbohrt. Sie sehen hier so einen Eichenpfahl aus der Flensburger Förde von einer Seesperre. Und von außen sieht man diesem Holz zuerst gar nicht so recht was an und innen drin ist schon alles aufgefuttert. So ein Befall, der kann sich innerhalb weniger Jahre ereignen. Wir wissen nicht genau, wann die Hedwig Sophia wird in dieser Form so stark abgenagt worden ist. Die Tatsache ist, dass wir vor Ort eigentlich ein Schiff gefunden haben, das also gar nicht mehr aus dem Meeresgrund herausragt, sondern nur dieser Bereich, der also von Sand befreit wurde und anschließend natürlich dann auch wieder verfüllt wurde, um ihn zu schützen. Nur im Sand finden wir heutzutage eigentlich noch Holz. Ein großes denkmalpflegerisches Problem, für das es keine Lösung gibt. Eigentlich können wir nur möglichst schnell dokumentieren und versuchen zu retten, was zu retten ist. In diesem Fotomosaik, da sehen Sie nun ein Bild des Bugbereiches. Diese massiven Eichenhölzer, die sehr eng gesetzt sind, diese Bereiche waren nicht begehbar. Wir haben in diesen Zwischenräumen etliche kleine Funde gemacht. In diesem Bereich ist dann so eine Art Holzwand gewesen und dahinter fangen dann plötzlich diese zahlreichen Steine, also die Ballaststeine aus dem Schiffsrumpf an.
Man sieht das Ganze auch sehr schön im Sonarbild, hier dieser Bereich, das entspricht natürlich diesem hier. Und hier sehen Sie diesen riesigen Steinhaufen, hier so eine Art Kerbe, und man kann sich sehr gut vorstellen, dass diese Ballaststeine im Schiffsrumpf waren. Als der Schiffsrumpf kollabiert ist, da sind die Steine natürlich nach außen gerutscht und haben das meiste überdeckt. Nur Bug und Heck waren eben nicht mit Ballaststeinen befüllt und waren deswegen für uns am einfachsten zu erreichen, zu untersuchen. Und der Bugbereich, den fanden wir also erstaunlich schmal für so ein Schiff, aber nachdem wir dann den Heckbereich auch noch untersucht haben, der noch viel schmaler war, da war also klar, dass also der Bugbereich, so wie es sein sollte, wie es zu erwarten war, in Richtung Land zeigt. Ein Bild aus diesem Jahr, auch wieder Herrn Gerald Lorenz zu verdanken, auch wieder meiner Meinung nach von bestechender Ästhetik, zeigt nun einen Transekt, der durch diesen Schiffsrumpf gelegt wurde. In diesem Bereich, wie gesagt, hatten wir etwas weniger Steine, sodass da die Möglichkeiten am besten waren, einmal die Konstruktion, den Aufbau dieses Schiffes näher zu untersuchen. Die Steine wurden abgeräumt. Sie sehen hier schon sehr viele Ziegelsteine überall herumliegen. Die kommen aus der Kombüse, aus der Stelle, wo gekocht wurde und wo man mit Ziegelsteinen entsprechend die Feuerstelle umgeben hatte. Feuer an Bord eines Schiffes war ein großes Problem. Es gab eben eigentlich nur einen Raum, wo wirklich offenes Feuer sein durfte, und entsprechend musste das Schiff, der Rest des Schiffes, gegen diese Hitze und diese Feuergefahr geschützt werden, weil natürlich das Pulver hochexplosiv war und durch einen kleinen Funken schon so ein Schiff ganz in die Luft fliegen konnte. Sie sehen auch hier wieder die mächtigen Bretter, mit denen mit den Planken, die die Außenhaut des Schiffes bilden, dann innen weitere konstruktive Elemente. Das muss jetzt noch von den Studenten näher umgezeichnet und untersucht werden und wird dann mit entsprechenden Konstruktionen aus der Zeit verglichen. Wir wissen, dass die Hedwig Sophia von einem englischen Schiffsbaumeister, von einem Sir Francis Sheldon, gebaut worden ist, der seine englische Schiffsbautradition mitgebracht hat nach Karlskrona in Schweden. Und hier gilt es dann, diese Eigenheiten, die Konstruktion des Schiffes mit dem Bekannten zu vergleichen. Weitere Detailbilder, da sehen Sie so einen Staubsauger unter Wasser. Hier wird ein bisschen gewedelt mit der Hand und er saugt dann dieses aufgewühlte Sediment dann gleich davon, aber ganz sanft. Man lässt sich Zeit und legt diese Dinge ganz vorsichtig frei, weil äußerst fragile Funde dort jederzeit zum Vorschein kommen können. Tauwerk, Lederschuhe und so weiter. Also die Studenten lernen hier mit äußerster Vorsicht zu arbeiten und sich heranzutasten an die wichtigen Bereiche. Damit da auch ein gewisses Maß an Sicherheit da ist, sind die Studenten jederzeit über Sprechfunk erreichbar und sie haben eine kleine Videokamera am Kopf. Das heißt, sie kommunizieren tatsächlich mit dem Lehrer über Wasser, was ja sonst immer der große Nachteil unter Wasser war, dass man sozusagen auf sich allein gestellt ist. Das ist überwunden durch moderne Technik. Sie können also vor die Kamera Objekte halten, Sie können mit der Kamera sozusagen auch die Situation unter Wasser darstellen, können Ihren Lehrer fragen, was soll ich jetzt tun, wie gehe ich jetzt weiter vor. Das hat sich sehr bewährt, das war sehr interessant und ist sicherlich wegweisend. Aber nicht nur unter Wasser wird sehr sorgsam gearbeitet, sondern auch über Wasser wird alles, was aufgesaugt worden ist, in Sieben aufgefangen und noch einmal durchgesehen. Und dafür kommen dann Funde bis hin zu kleinen Stecknadeln zum Vorschein, aber auch so ein hübscher Uniformknopf, zum Beispiel aus Bleizinn. Es ist also ganz wichtig, systematisch vorzugehen und gerade auch die ganz kleinen Funde, die uns ja sehr wichtige Informationen geben über das Leben an Bord, mitzubekommen. Einen kleinen Überblick über das Fundgut. Wir haben natürlich relativ viel zerschärbte Keramik gefunden. Wir sind ja in einem Bereich, wo zwischen den Steinen nur kleine Fragmente sich halten, dafür aber in sehr großer Menge. Es sind also Abfallstücke, die man dort zwischen den Steinen gelassen hat. Man hat sich nicht die Mühe gemacht, das nun alles immer so sauber zu machen. Und das ist für uns natürlich ein Gewinn, dass wir diese Keramik und viele andere Funde aus der Zeit zwischen diesen Steinen ganz unten im Schiff, denn wir haben ja leider nur die untersten 3 oder 5% des Schiffes. Es ist nicht so wie im Vasa-Museum, wo das Schiff praktisch komplett vor uns steht. Wir haben nur so die unterste Schale, aber genau da sammeln sich die interessanten Funde. Da kriegen wir also einen guten Überblick über die verschiedenen Keramikqualitäten an Bord, über Gefäße und über die Nutzung dieser Gefäße. Aber zum Beispiel auch solche Funde,
eine kleine Tonpfeife, die in einem Lederfutteral, selbstgenähten Lederfutteral steckt. Vielleicht wurde die Hand zu heiß und hat sich so ein bisschen schützen wollen. Vielleicht sollte die Pfeife gegen Zerbrechen geschützt werden. Ein bisher einzigartiger Fund. Und für solche Tonpfeifen ebenfalls ein kleines selbstgeschnitztes Holzfutteral. Es war natürlich sehr ärgerlich, solche Pfeifen dann, wenn sie kaputt gingen. Es war zwar Massenware, aber wenn man mal auf See war, dann wurden die Pfeifen vielleicht auch mal knapp. Also man hat sich durchaus Mühe gegeben, diese uns heute ganz einfachen Gegenstände auch entsprechend zu sichern und stabil aufzubewahren, sodass sie nicht kaputt gehen. Lederschuhe haben wir in erstaunlich großer Zahl gefunden. Die wurden offensichtlich einfach unten im Schiff entsorgt. Anders kann man sich das nicht vorstellen. Wenn so ein Schuh durchgelatscht war, dann hat man ihn einfach weggeschmissen. Wir haben sicherlich 6 oder 7 solcher Lederschuhe gefunden, in ganz unterschiedlichen Zuschnitten und Qualitäten. Ein Schuh, der nun besonders aussagekräftig war, den sehen wir hier. Und zwar hat er, wenn Sie hier diese Streifen sich ansehen, das ist kein Leder oder so etwas, sondern das ist Birkenrinde. Und Birkenrinde ist nun natürlich ein Textil, in Anführungszeichen, das hier in Mitteleuropa recht unüblich war, aber in Schweden durchaus sehr üblich und gerne benutzt wurde für solche Zwecke. Also ein wichtiger Hinweis auch Richtung Schweden. Es ging ja immer darum, ist das nun die Hedwig Sophia oder ist sie es nicht? Weitere Lederfunde, diese Tasche mit einem Gürtel, also eine Umhängetasche mit einem relativ einfachen Schnitt. So etwas könnte man sich heute auch noch vorstellen. Diese Tasche landete auch im Bauch des Schiffes. Und was besonders interessant war, war nicht nur die gute Erhaltung der Tasche und dieser Zuschnitt, den man sich genau ansehen konnte, sondern auch der Inhalt. Das waren etliche Bleikugeln, Musketenkugeln. Sie sehen sehr schön den Zangenabdruck, also produktionsfrische Kugeln, die in dieser Ledertasche noch drinstecken. Das mag natürlich auch damit zu tun haben, dass wir dieses Kampfgeschehen haben, einen Tag bevor dieses Schiff verloren geht und dass dort vielleicht, solche Dinge im Kampfgetümmel einfach verloren gehen und dann nicht mehr herausgenommen werden. Ohnehin ist für uns immer wieder erstaunlich gewesen, welche Objekte sich eigentlich in so einem Schiffsbauch fangen. Denn oftmals würde man denken, sie würden aufschwimmen und dann mit dem Wasser sich verlieren. Aber sie waren offensichtlich eingeklemmt und so haben sich also viele kleine interessante Dinge auch an Bord dieses Schiffes gefunden. Etwas außerhalb des Schiffes war nun dann ein ganz besonderer Fund zu vermelden, der sehr aussagekräftig ist. Das ist das Gefäß eines Degens aus Bronze mit Vergoldung aufgelegt. Sie sehen hier die Parierstange, dann hier oben so ein Zierknopf und das, was aus Eisen war, das ist vom Meerwasser vollständig weggefressen worden. Lediglich die Buntmetallbestandteile haben sich erhalten. Diese sind sehr aussagekräftig, diese Scheibe, die müssen sich hier unten vorstellen, auf diese Hörnchen aufgesteckt. Und ich habe ein Foto dieses Fundes nach Schweden geschickt, ans Armeemuseum und kriegte von dort die Antwort, dass das ein Degen sei, der in der schwedischen Marine ab 1712 etwa in Benutzung war. Das war natürlich ein hervorragender Hinweis, wenn Sie überlegen, dass das Schiff 1715 gesunken sein sollte. Das war also wirklich ein sehr klarer Beleg dafür, dass es sich eigentlich hier um die Hedwig Sophia handeln musste. Holzfunde haben wir in erstaunlich großer Zahl bergen können. Sie sehen hier kleine Spielsteine, selbst produziert. Das Leben an Bord war hart. Sie müssen sich vorstellen, dieses Schiff war etwa 40, 42 Meter lang, 12 Meter breit und an Bord befanden sich 500 Menschen. Nicht? Das ist fast nicht vorstellbar, unter welchen Bedingungen diese Menschen dort gelebt haben mussten. Sie kennen vielleicht den Spruch, es gibt Lebende, es gibt Tote und es gibt Menschen, die zur See fahren. Also für die Leute hat das sicher zugetroffen. Wenn Sie sich dann noch vorstellen, dass nach so einem Kampfgeschehen viele Menschen tot und verletzt an Bord sich befinden, so sind das, glaube ich, unvorstellbare Zustände. Wir versuchen natürlich diese Umstände an Bord näher zu rekonstruieren. Wir sehen hier einen Leckpfropfen, der zu einem Kerzenhalter umgearbeitet worden ist. Sehen dort so schwarze Spuren. Im Inneren finden sich noch Wachsreste. Also man hat sich hier einen kleinen Kerzenleuchter selbst gebaut. Wieder das Thema Feuer an Bord, das also sicherlich sehr stark sanktioniert war.
sehr interessante Dinge, die wahrscheinlich die ganz einfachen Matrosen an Bord sich selbst gemacht haben, um irgendwie klarzukommen. Da sehe ich auch diese Spielsteine und hat sich die Zeit vertrieben im Schummerlicht und hat Brettspiele gespielt. Das sind kleine Anhänger, sogenannte Tags, die vielleicht zur Markierung von Eigentum oder von Segeltuchbahnen oder Ähnlichem bestimmt waren. Leider keine Aufschriften oder irgendwelche Zeichen drauf zu sehen, vielleicht waren es Reservestücke, aber die Funktion ist relativ klar. Wir haben sehr viele Stücke Takelage, also wie diese Teil einer Jungfrau, die für die Takelage eben wichtige Zwischenstücke darstellt. Es gab immer das laufende Gut und das stehende Gut, also die Seile, die fest verspannt waren und die eben bewegt wurden, um Segel zu hissen und so weiter. Da gehört dann auch so eine Holzscheibe rein, ein Block. Für die Kollegen aus Schweden war es sehr interessant, dass diese Holzscheiben bei der Hedwig Sophia allesamt aus Eschenholz sind, weil man eigentlich davon ausging, dass zu dieser Zeit schon Scheiben aus Tropenholz sich durchgesetzt haben. Besonders persönlich finde ich diesen kleinen Löffel. Jeder hatte seinen eigenen Löffel und gegessen wurde aus einem Topf. Das war ganz üblich und Sie sehen auch, das Verhältnis von Griff zu Schale ist doch relativ unproportional verglichen mit heutigen Löffeln. Man musste also offensichtlich einerseits einen Löffel entwickeln, der relativ klein und einfach zu verstauen war, der aber möglichst effektiv war. Also dann auch nicht zu kurz kam und entsprechend reinhauen konnte, wenn ich das so sagen darf. Das sind alles Funde, die im Schiff gemacht wurden, die sauber dokumentiert worden sind in ihrer Lage und so weiter und die, glaube ich, doch ein separates Zeugnis geben von dem Leben an Bord. Sie können ihre Fantasie spielen lassen. Ich glaube, da sind viele Möglichkeiten. Ohne Zweifel, denke ich, handelt es sich bei dem Schiffswrack um die Hedwig Sophia und wir werden sicherlich in den nächsten Jahren durch die weitere Auswertung dieses Fundguts noch viele interessante Informationen gewinnen. Zurzeit sind die Studenten eben dabei, ihre Berichte zu schreiben. Jeder kriegt so eine eigene kleine Fundgruppe zugewiesen, muss sie nach den Regeln der Kunst entsprechend bearbeiten und vorlegen. Das Ganze hat sich eigentlich als so interessant erwiesen, dass jetzt auch am Archäologischen Landesmuseum eine große Ausstellung geplant ist. Im Jahr 2015 soll also dieses Ostsee-Thema, dieses Zeit der großen Kriege in Skandinavien und in der Ostsee näher aufgegriffen werden. Diese Geschichtsorte, wie eben dieser Bereich vor Böck, aber auch viele andere wichtige Fundstellen sollen in dieser Ausstellung dargestellt werden und damit sozusagen ein Einblick in eine Zeit gegeben werden, die ja für uns heute noch ganz prägend ist. Also die politische Landkarte ist sicherlich ohne die Vorkommnisse in dieser Zeit nicht vorstellbar. Da gibt es viele Bezüge. Ein Gebiet unweit des Wracks, das sieht nun so aus, etwa vielleicht 100 Meter, na 50 Meter vom Heck des Schiffes entfernt. Da finden sich plötzlich diese merkwürdigen Gebilde auf dem Meeresgrund, wie Korallen sieht das fast aus, auch von eigenartiger Schönheit. Die Bilder verdanke ich ebenfalls Rolf und Gerald Lorenz. Diese Gebilde, die kann man umstoßen, die sind nicht festgewachsen und dann haben sie so einen platten Fuß. Und wenn man mit dem Hammer draufschlägt, was wir nicht gemacht haben, sondern andere, dann kommt da plötzlich eine Kanonenkugel zum Vorschein. Das heißt, wir haben hier einen Bereich, wo auf dem Meeresgrunde ganz viele Kanonenkugeln herumliegen. Und es sind nicht nur einfache Kanonenkugeln, Sie sehen hier überall diese Knubbel, das sind ja alles einzelne Kanonenkugeln, sondern wir haben auch solche Geschosse, sogenannte Traubhagel, das sind sozusagen gigantische Schrotgeschosse, die mit Kanonen abgefeuert wurden und verheerende Schäden anrichteten. Ein Holzstock trägt dann entsprechend viele Eisenkugeln. Das Ganze ist mit Tuch umwickelt und mit Pech bestrichen und bei Aufprall platzen diese Geschosse auseinander und diese riesigen Eisenkugeln bzw. deren Bruchstücke, die fliegen durch die Gegend und verletzen viele Menschen. Es liegen hier also offensichtlich unverschossene Geschosse herum und auch das ist nochmal, glaube ich, ein ganz interessanter Beleg dafür, dass wir diesen Fundplatz tatsächlich mit den historischen Ereignissen von 1715 zusammenbringen können. Wir wissen ja, die Schweden haben
aufgegeben. Sie haben die Schiffe auf Grund gesetzt, sie sind mit voller Wucht auf den Strand gefahren und dann haben sie alles über Bord geworfen, was für die Dänen noch hätte von Nutzen sein können und damit eben auch ihre Waffen. Und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, wenn Sie sich das überlegen. In dem Moment, wo ich als Soldat meine Waffe wegwerfe, da ist Schluss. Da kann ich mich nur noch ergeben und mich in mein Schicksal fügen. Und das können wir hier auch sehr schön sehen an diesem Fundplatz, dass wir also genauso eine Szene haben. Wir haben dieses Jahr dann diesen Bereich sehr gründlich dokumentiert und haben mal die verschiedenen Streuungen von Kanonenkugeln genauer eingemessen. Es gab ja diese einzelnen größeren Kanonenkugeln, die ich eben zeigte, und dann haben wir aber auch solche Bereiche hier, wo Sie sehen, dass jeder dieser Knubbel im Grunde eine einzelne Kanonenkugel ist und die also in großer Menge, also richtig eine Schüttung von Kanonenkugeln dort vorzufinden sind. Das Ganze sieht dann wiederum im Sonar dann so aus. Das Wrack habe ich Ihnen schon gezeigt. Und wenn wir dann in den Heckbereich des Wracks gucken, dann sehen wir zwei Spuren von zahlreichen Kanonenkugeln, die links und rechts offensichtlich vom Schiff ins Wasser geworfen wurden. Man kann ja die Breite ganz gut messen und das passt natürlich hervorragend mit unserem Schiff zusammen. Also hier haben wir einen ganz klaren Fund. Das Schiff hat zum ersten Mal Grundberührung gehabt. Man hat nochmal, oder währenddessen hat man schon nochmal alles, was noch irgendwie schwer war, über Bord geworfen. Hat also gesagt, jetzt ist wirklich der Punkt erreicht. Man hat diese Kanonenkugelspuren erzeugt und dann ist das Schiff endgültig stecken geblieben und dort liegt es bis heute. So einen Befund habe ich mir sagen lassen von den Kollegen vom Wasermuseum, gibt es eigentlich sonst nirgends. Das ist ein Bereich, also ein Bild, das so eine Situation so deutlich darstellt, ein Geschehen, dass es auf jeden Fall im höchsten Maße schutzwürdig ist und wir werden das alles genauso belassen, wie es ist. Die In-situ-Erhaltung von Fundstellen hat Priorität, das ist auch allgemeine Richtung heute in der archäologischen Denkmalpflege. Es gibt keinen Grund, jetzt dieses Schiff unbedingt zu heben oder hier alle Funde zu bergen. Nein, es soll genauso erhalten bleiben, wie es heute da liegt, wie es genau die historische Ereignisse darstellt. Wenn Sie an die Kanonenspur denken, die vom See auf dieses Wrack zuführt, da haben wir den Befund, dass diese Kanonenspur nördlich am Schiff vorbeizieht, offensichtlich von einem anderen Schiff stammt, nicht von der Hedwig Sophia. Wir wissen, dass um die Schiffe herum Kanonen geborgen worden sind aus dem Wasser durch die Dänen, durch Taucher. Und eine Erklärung, die durchaus sinnvoll sein könnte, ist, dass der Nachzügler, die einzelne schwedische Fregatte, die Tordenskjold verfolgte, schon vom Weiten sah, was los war und schon mal angefangen hat, auch Kanonen über Bord zu werfen. Das sind alles relativ kleine Kaliber. Und diese Kanonen, diese Positionen der Kanonen, die waren für die Dänen natürlich unbekannt. Die konnten sie nicht mehr lokalisieren, weil die Wracks nicht mehr daneben lagen. Ansonsten haben wir in diesem Bereich eigentlich keine Kanonen bislang gefunden, aber das kann sich ja auch durchaus noch ändern. Also wir haben ein ganz klares Bild einer historischen Situation unter Wasser und das lockt sozusagen auch Kollegen aus der Fachwelt an. Da kommt Herr Fischer mit dem Schlauchboot und bringt einen Gast, das ist Fred Hocker vom Wasermuseum in Stockholm, mit dem wir zusammenarbeiten. Er hat sich sehr gefreut über diesen Fund, hat uns gratuliert und gesagt, dass es ein ganz wichtiges Mosaikstück ist, das bisher fehlt, denn wir haben die Vasa 1628 gebaut und gleich darauf gesunken. Dann haben wir die Kronan, die 30 Jahre später vor Kalmar explodierte und sank. Und jetzt haben wir ein Schiff, das wiederum knapp 30 Jahre jünger ist. Und damit haben wir drei schwedische Schiffe, die die Veränderungen in der schwedischen Schiffsbautradition sehr schön darstellen und untersuchen lassen. Und auch das wird sicherlich in dieser Ausstellung dann seinen Platz finden. Weiterhin ist dies Thijs Malefeld, Professor in Esbjerg, der aus den Niederlanden nach Dänemark gewechselt hat. Ein sehr renommierter Schiffsarchäologe, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Natürlich können solche Fachfragen, wie ich sie angerissen habe, auch nicht alleine geklärt werden. So haben sich viele Leute an diesen Arbeiten beteiligt und uns unterstützt. Ich möchte sie nicht alle namentlich nennen. Es wäre sicher ohne diese Zusammenarbeit, ohne dieses Team von Leuten gar nicht möglich gewesen, diese Arbeiten in so kurzer Zeit doch zu einem guten Ergebnis zu führen. Es ist gerade die Zusammenarbeit mit den Universitäten sehr interessant und fruchtbar gewesen und ich glaube, es war auch ganz wichtig, den Studenten und Studentinnen ein interessantes Forschungsobjekt zu bieten.
hat sich eigentlich sehr bewährt. Die Arbeiten sind jetzt erstmal abgeschlossen, weil wir jetzt die wichtigsten Dokumentationsarbeiten getan haben. Das heißt, wenn jetzt doch mal irgendwas Schlimmes passiert, weiß ich zumindest, wie es mal gewesen ist. Und wir können diese Fundstelle jetzt viel besser verstehen. Wir werden sicherlich im Umfeld auch weiter schauen können. Die Arbeit ist sicher lange noch nicht beendet, aber jetzt steht erstmal die Ausstellung im Vordergrund. Sie haben vielleicht, wie gesagt, den Film auch schon gesehen. Ansonsten kann man ihn sich im Internet auch nochmal ansehen. Jetzt habe ich so oft von der Hedwig Sophia gesprochen und Sie haben sich vielleicht schon gefragt, ja, wer ist denn das eigentlich? Das ist eine Person, die in Schleswig-Holstein doch weitestgehend unbekannt ist. Ich habe gerade gesehen im Programm der Hermann-Ehlers-Akademie, dass also auch vor kurzem hier eine Tagesexkursion stattfand mit verschiedenen Vorträgen, wo es darum ging, dass Zar Peter III. Vielleicht mehr gewürdigt werden sollte. Sie ist die Großmutter von Peter III. Das nur nebenbei. Sie hat auf Gottorf gelebt, allerdings nur ein Jahr. Sie war nämlich mit dem Herzog von Holstein-Gottorf verheiratet, Friedrich IV. Und sie lebte ein Jahr dann auf Gottorf, ist dann aber 1700 nach Schweden zurückgekehrt. Der Herzog Friedrich starb ja bereits 1702. Aber wenn Sie sich Schloss Gottorf genauer angucken, wenn Sie mal da sind, dann schauen Sie mal links und rechts von der großen Uhr, da steht 1703. Und in dieser Zeit wurde Schloss Gottorf grundlegend renoviert und man hat sich da sehr eng an das Vorbild des Stadtschlosses in Stockholm gehalten. Da gibt es also enge Bezüge. Die Gottorfer haben sehr eng mit den Schweden zusammengearbeitet. Sie haben sich von der dänischen Umklammerung sozusagen auch versucht, etwas abzusetzen. Letztendlich muss man sagen, es ist ihnen nicht gut gekommen. Wie gesagt, 1710 geht der nördliche Teil des Herzogtums verloren, der Herzogssitz wird nach Kiel verlegt, Kieler Schloss. Und dann geht es weiter mit dem Zar Peter III. Letztendlich und seiner Frau Katharina der Großen dann. Er hat ja nur sehr kurz gelebt, ist nach 5 oder 6 Monaten Regierungszeit umgebracht worden. Katharina der Große beendet Gottorf-Aragon mit Gaspar von Halder. Die heutigen politischen Verhältnisse im Großen stellen sich sozusagen allmählich ein. Es ist also durchaus eine Frau, die mit der schleswig-holsteinischen Landesgeschichte in gewisser Weise zu tun hat. Und gerade diese schwedische Phase, möchte ich das mal nennen, von Holstein-Gottorf ist, glaube ich, eine Phase, die nicht so gut bekannt ist und die eigentlich doch sehr interessant ist. Das haben wir auch festgestellt durch einige Sargfunde in Schleswig, die wir durch Zufall im Innenhof des Schwals entdecken konnten. Da sind wir in mehreren Stattungen der Familie Grotus aufgetreten und Grotus, das waren die Vater und Sohn Grotus waren die Chefs der Garde in Schleswig und haben Hedwig Sophia sozusagen beschützt. Zumindest der Sohn hat auf jeden Fall gedient, als sie auch in Schleswig war. Das ist also ein interessanter Zufall, dass man also archäologisch zweimal auf diese Geschichte stößt. Der älteste Sohn von Otto Johann, der war Finanzminister bei Karl XII., das war der Bruder von Hedwig Sophia, sie war ja schwedische Prinzessin. Und das müssen zwei Familien gewesen sein, die ganz eng miteinander verbunden waren. Wenn man da mal ein bisschen weiter forscht, dann stellt man auch noch fest, dass also zum Beispiel einer der Brüder von Johann Sebastian Bach, Hofmusiker in Stockholm war und sicherlich Hedwig Sophia auch gekannt haben muss. Das sind Dinge, da verlasse ich dann auch mein Terrain als Archäologe und muss sagen, das sollte ich dann lieber anderen überlassen. Ich finde es aber auf jeden Fall unheimlich spannend und all das wollen wir eben in Zusammenarbeit mit Historikern dann auch in die neue Ausstellung einfließen lassen. Ich freue mich jetzt schon drauf und ich denke, Sie werden sich die Ausstellung vielleicht auch anschauen. Ich hoffe, Ihnen hat mein Vortrag gefallen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Segsteiner. Meine Damen und Herren, der Applaus reicht, es hat Ihnen gefallen. Jetzt brauchen Sie nur noch den Herrn Segsteiner zu löchern, wenn Sie das vorhaben. Wie dieser Wurm, von dem er sprach, ja? So lassen wir ihn dann raus. Bitte, Frau, fangen Sie an. Und dann, wo war die zweite Meldung?
Weiß man, woran Hedwig Sophia bereits mit 27 Jahren gestorben ist? Mir ist es nicht bekannt. Sie ist ja sehr früh gestorben. Sie war eine sehr exzentrische Person offensichtlich. Es gibt einen sehr umfangreichen Schriftwechsel mit ihrem Bruder Karl dem XII. Auch während der Kriegsjahre. Die haben beide sehr aneinander gehangen und ihr Bruder hat also die Nachricht, dass sie gestorben ist, also nur sehr schwer verkraftet. Das hat auch dazu geführt, dass er sie nie hat beerdigen lassen. Sie ist also erst nach seinem Tod erst überhaupt beerdigt worden. Wie man sich das vorzustellen hat, weiß ich nicht genau. Aber da müsste man sich näher mit dieser Person Hedwig Sophia Augusta befassen. Es gibt da viele Hinweise. Exzentrisch sage ich auch deswegen, weil sie zum Beispiel eine große Hundeliebhaberin war und also bis zu 16 Mopse gesessen hat. Es gibt da also eine ganze Reihe von Geschichten und Informationen. Ich glaube, ihre Biografie ist nie geschrieben worden. Sie soll eine sehr schöne Frau gewesen sein. Es gibt diese Darstellung, es ist vor kurzem im Kunsthandel dann aber auch ein Porträt aus der Sammlung August des Starken aufgetreten. Das ist für 7.000 Euro in einer schwedischen Auktion verkauft worden ist. Leider, ich habe es ein bisschen zu spät mitgekriegt, sonst wäre es sicher schön gewesen, das Porträt auch nach Gottorf zu holen. Die Einzelheiten kenne ich nicht, aber es ist natürlich sehr früh gewesen. Andererseits muss man sich überlegen, dass in dieser Zeit viele Menschen sehr früh starben. Also ihr Mann ist ja genauso jung gestorben. Bitte. Gibt es bei der Bergung von Fundstücken von dem Schiff möglicherweise rechtliche Probleme? Schwedisches Schiff, deutsches Hoheitsgebiet? Ja. Zusammenarbeit mit Schweden? Gute Frage, hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Wir haben ja eine gute Zusammenarbeit mit schwedischen Institutionen. Ich habe aber auch die schwedische Botschaft angeschrieben und ihr das erläutert. Ich habe nie eine Antwort gekriegt. Das ist für mich auch eine Antwort. Und das ist einfach eine sehr komplizierte Gemengelage. Sie müssen im Grunde ja auch sagen, die Schweden haben das Schiff aufgegeben und verlassen. Und die Dänen haben es erobert und haben es dann auch wieder aufgegeben. Die haben es ja auch nicht in den Fleck gekriegt und haben es dann auch offiziell verkauft sozusagen zur Nutzung und diejenigen, die den Rechte gekauft haben, die haben dann auch an der Wasserlinie aufgehört. Das ist also ein Wrack im klassischen Sinne, meiner Meinung nach, herrenlos. Fällt damit unter das schleswig-holsteinische Schatzregal, aber wir wären natürlich jederzeit bereit, da, also wenn die Schweden Interesse dran haben, wird man sich da auf jeden Fall einig. Das ist ganz klar, dass das ja ein gemeinsames kulturelles Erbe ist. Das zeichnet die Ostsee ja gerade aus, dass wir so eine Gemengelage haben von Schiffen, die in heutzutage in Bereichen liegen, wo sie auch in fremden Ländern sozusagen, das ist gerade in der Ostsee ganz typisch, da würde man sicher nicht anfangen wollen, anzufangen zu sortieren und sagen, das gehört aber mir und das musst du dann aber da und so. Also das ist ein gemeinsames nordeuropäisches Erbe, möchte ich sagen. Grundsätzlich ist die Rechtslage klar. Ein Kriegsschiff gehört immer dem entsendenden Staat. Aber hier ist eben Eigentumswechsel, der das Problem etwas komplizierter macht als üblicherweise. Nicht? Ein deutsches U-Boot, wo auch immer das gefunden wird, gehört, wer auch immer das findet, das ist eben ist ganz klar, völkerrechtlich gehört nach wie vor dem deutschen Staat, der Bundesrepublik Deutschland. Bitte. Die beiden, die sich gemeldet haben. Ja? Ich würde nochmal das Schiff ein bisschen näher beschreiben. Die Decks, die Kanonen, die sagten, glaube ich, etwas zu 500 Mann Besatzung. Ja. Welche Art von Kanonen? Welche Art von Takelage? Naja, das sind ja Fragen, die mich nicht so berühren, weil ich die ja alle nicht mehr habe. Ne? Also, da bin ich kein Fachmann, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Es gibt schriftliche Aufzeichnungen, ich habe es gleich, Entschuldigung. Aber da muss man sich versuchen, so schlau zu machen. Also es gab wie etwa, es gab 76 Kanonen an Bord. Und bei Deck wohl mit vielleicht oben auf Deck dann noch ein bisschen was dazu. Es war nicht eines der größten Schiffe, es war also ein Linienschiff zweiter Klasse. Und wie jetzt die Besegelung im Einzelnen aussah, da müsste man so. Es gibt leider keine Konstruktionszeichnung von diesem Schiff. Es gibt andere Schiffe vom gleichen Baumeister, von Francis Sheldon, die sicherlich sehr ähnlich ausgesehen haben. War also ein relativ modernes Schiff sicherlich in englischer Tradition. Die Einzelheiten, die müsste sich dann auch nochmal nachlesen, muss ich dann also ehrlich sagen.
Bis zur Ausstellung ist noch etwas Zeit, dann fragen wir Sie wieder, Herr Siegschneider. Bitte schön. Wissen Sie, wie die Küstenlinie zu dem Zeitpunkt verlief bei Böhm, also als der Untergang war? Also da würde ich denken, dass sie nicht sehr viel anders, Entschuldigung, da glaube ich nicht, dass da, also natürlich ist das Steilufer ein bisschen abgebrochen, ja, aber... Also ich komme aus dem Bereich Schwedeneck und da haben wir doch heftige Abbrüche. Oben an der Ecke sicherlich, in diesem Bereich glaube ich nicht, dass das so graviert. Ach so, ich meine, das ist in etwa so. Also selbst wenn das um 50 Meter mehr gewesen sind, aber mehr war es ja nicht. Der Kopf von Amrum, er weiß, wie das mit dem Küstenabbruch ist von Nordsee. Ne? Herr Dr. von? Sie sagten, das Schiff soll nicht gehoben werden. Nach welchen Kriterien entscheidet man, welche Schiffe gehoben werden, welche nicht? Grundsätzlich gilt eigentlich die Prämisse, dass die in situ Erhaltung von archäologischen Fundstellen Vorrang hat. Wir möchten ja erhalten, wir möchten durch eine Ausgrabung wird auch immer zerstört. Nicht? Also der Originalzusammenhang, die Befundlage und so, die haben Sie hinterher nicht mehr. Das dürfen Sie nicht sagen. Da müssen Sie auch sagen, ein Chirurg, der betreibt Körperverletzung. Kann man ja so der zerstört sehen. Auch. Ja? Na gut, also es aber eine Ausgrabung zerstört nicht, sondern sie schafft wissenschaftliche Erkenntnisse. Genau. Das ist eine ganz andere Philosophie. Wie dem auch sei. Das ist richtig. Da gibt es ein Forschungsinteresse. Das sind dann Dinge, die man einfach noch nicht kennt. Und wo man sagt, das wollen wir jetzt untersuchen. Und dann ist natürlich die Möglichkeit zu diesem Erkenntnisgewinn, dass man diese Teile birgt und dann eben gründlich untersucht, nicht an Land und im Labor. Das ist auch völlig legitim, aber wir, also Sie können sich ja vorstellen, wie groß dieses Schiff ist. Da sind natürlich enorme Mittel notwendig, um so etwas fachgerecht zu machen. Und ich sehe auch die Notwendigkeit eigentlich nicht, denn dieses Schiff ist ja weitestgehend zerstört. Will man da jetzt ein Ausstellungsobjekt gewinnen? Verrottet ja hoch. Ne? Ja, also es sind ja die letzten 3 oder 5% dieses Schiffes. Und diese Situation, wie ich es Ihnen gezeigt habe, unter Wasser, die kriegen Sie ja nie wieder so hin. In dem Moment, wo man anfängt, so ein Schiff da rauszuheben, ist eigentlich dieser ganz besondere Reiz, da ist die Zeit ja stehen geblieben. Nicht? Das ist genau so, wie es vor knapp 300 Jahren geschaffen wurde oder gekommen ist, ist noch heute gut zu erkennen. Und genau das möchten wir eigentlich erhalten. Es gibt natürlich Projekte, Bauprojekte, so wie im Hafen von Oslo zum Beispiel, da tauchen dann 17, 18 Wracks auf, von denen keiner was gewusst hat. Da ist ein riesiges, da werden Banken gebaut und so weiter, die müssen dann weichen. Nicht? Und die werden dann geborgen und entsprechend konserviert, aber das sind gigantische Summen, die da zusammenkommen. Also das hängt immer von den Umständen ab. Hier in diesem Fall ist keine Bedrohung festzustellen. Und insofern gibt es keinen Grund, das jetzt zu heben. Der wissenschaftliche Erkenntniswert steht dann wahrscheinlich auch nicht, ich habe das jetzt nicht durchdacht, aber der steht dann wahrscheinlich auch nicht im Verhältnis zu der Summe, die man haben muss, um das sachgerecht abzubergen, das Schiff. Denn da sind erkleckliche Summen, da ist ein erheblicher Aufwand notwendig. Dann müssen die Hölzer restauriert werden, das kostet wieder viel Geld. Und was hat man, wenn man so ein paar Bretter vom Unterteil des Schiffes hat und viel Steine, da sind die Leute sehr enttäuscht, nicht? So enttäuscht wie seinerzeit der Staatssekretär, als er das Reiterbuch-Wrack sah und dann hat er noch ein Stück nachbauen lassen. Aber just das wollen wir ja nur nicht, ein neues Schiff bauen. Das ist also eine andere Situation als bei der Vasa. Wäre eine solche Situation vor Böck oder sonst wie hier im Nahbereich auf dem Festlandsockel, soweit er für Schleswig-Holstein wichtig ist, dann kann ich mir vorstellen, dann hätte man da schon Anstrengungen gemacht und hätte versucht, das rauszukriegen. Aber hier ist der Erkenntnisgewinn nicht so wesentlich, dass man da alle Kräfte zusammenzieht, des Landes und des Bundes und weiß ich, von Forschungsförderungsorganisationen, um das zu bergen. Ich glaube, das ist wohl keine Ausrede, sondern eine Realität, die man akzeptieren kann. Wir befinden uns ja in einer Zeit, wo wir ja doch über Schriftquellen auch schon sehr viel rekonstruieren können und wo wir Baupläne haben von fast identischen Schiffen und solche Dinge. Es ist ja nicht so wie in der Wikingerzeit, wo wir erstmal überhaupt Grundlagen erforschen müssen über das Objekt. Meine Idee wäre aber zum Beispiel die Fundstelle unter Wasser
in eine Art Tauchpark oder so zu erschließen, dass man also Sporttaucher geführt dort durchaus heranlässt und dass sie das also unter Wasser erleben können, was ja auch einen ganz eigenen Reiz hat. Es gibt da Beispiele in verschiedenen Ländern der Welt. Das Dumme ist bloß hier in Bülk, dass das Endrohr der Kieler Kläranlage nur etwa 100 Meter entfernt ist. Also das ist ein bisschen unpraktisch. Wir haben auch die vielen Algen immer gesehen, das ist also sehr gut gedüngt. Sehr viele Fische dort und das hat auch seinen Reiz unter Wasser, aber das muss man natürlich überlegen, ob das dann zusammenpasst. Die nähere Umgebung. Herr Bischöfe. Habe ich richtig verstanden? 100 Meter liegt das von der Ecke Bülk? Nein, vom Endrohr der Kieler Kläranlage. Der Ausfluss von der Kieler Kläranlage. Wenn ich da am Leuchtturm an der Ecke da stehe und gucke aufs Wasser. Hier ist der Leuchtturm. Das ist ein Kilometer etwa. Ein Kilometer? Ja. Also ich meine, das wäre ja ganz interessant dort, so eine Schautafel hinzustellen, also um das aufmerksam zu machen. Das würde ja anreizen, weil das ist sowieso immer ein Punkt für Leute, da in die Ecke zu besuchen. Genau. Aus irgendwelchen Gründen fühle ich die Leute da hingezogen. Ja. Ich wandere da zweimal die Woche hin und sehe, dass da, also ich gucke da immer aufs Wasser, aber eigentlich ist gar nichts zu sehen, außer die Leute drum. Und bei dem Wetter zur Zeit ist der auch nicht zu sehen. Genau. Aber das wäre ja auch für die Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet, wenn man mal diese Wagen, die da parken, sehen, wäre das ja ganz interessant, so eine Schautafel zu machen und auf dieses historische Stück hinzuweisen. Das sehe ich genauso und da bin ich auch mit der Stadt Kiel in Gesprächen, damit wir dort also einen Informationspunkt aufstellen. Ich bin nicht zuständig, weil das die Stadt Kiel. Die städtischen Betriebe haben vielleicht das Geld, um so eine Tafel zu finanzieren. Das ist es. Also, einer muss es ja bezahlen. Da habe ich an die Stadt Kiel gedacht und sind da auch ganz interessiert, aber das muss man natürlich dann mit allen Beteiligten zusammen machen. Ich war mal in Las Vegas und da kam aus so einem Teich so ein Plastikpiratenschiff raus, in Lebensgröße. Das könnten wir natürlich auch machen. Hätte man gleich was zu sehen. Auf jeden Fall. Da kommen viele Leute hin aus dem ganzen Bundesgebiet. Das ist ganz erstaunlich. Also diese Ecke zieht irgendwie an. Ja, ist auch Reizwort. Meine Damen und Herren, Sie haben keine Mutter aus Eisen gewesen. Ich erinnere mich nur daran, dass Krupp solche große Mühe hatte, der preußischen Armee Kanonen, die aus Stahl gegossen waren, zu verkaufen, weil die Preußen an ihren Bronzekanonen festhalten wollten. Mhm. Und wundere ich mich, dass es vor den Bronzekanonen eiserne Kanonen gegeben hat. Also kurz vor dieser Zeit hat es doch einen Wechsel gegeben von Bronze zu Eisen. Ich weiß nicht genau die Gründe, ob es Materialmangel war vielleicht. Oder ob sie einfach effektiver sind, das ist mir nicht klar. Vielleicht weiß es jemand anders. Haltbarer, ja. Belastungsfähiger. Aber die Bronzekanonen konnten das Schießen besser vertragen, sie waren elastischer. Also es ging dann erst mit Stahl, um das Eisen zu verwenden. Und wundere ich mich, vorher gab es schon Eisenkanonen. Ja, also die hatten sich eigentlich schon ziemlich durchgesetzt, aber mehr Prestige versprachen immer noch die Bronzekanonen. Wir haben schriftliche Aufzeichnungen, dass der Admiral Gabel, der Dänische, dann als erstes von der Hedwig Sophia sämtliche Bronzekanonen abbauen ließ und auf seinem Schiff montieren ließ, im Austausch gegen Eiserne. Also die waren offensichtlich nicht so beliebt, sie waren auf jeden Fall viel schöner verziert, weil man ja mit Bronzeguss doch ein bisschen mehr machen kann als mit Eisenguss. Aber tut mir leid, also da bin ich kein Fachmann. Muss man mal lesen. Meine Damen und Herren, wir danken Herrn Dr. Seeschneider für diesen interessanten Vortrag. Das ist so ein richtiger Kieler Vortrag, nicht? Und er ist auch schon zum Kieler Jung geworden, das haben wir ja gemerkt. Er verhandelt schon mit der Stadt Kiel und so weiter und so fort. Und ich habe mich gefreut, dass der Vortrag auf ein gutes Echo gestoßen ist. Ich danke der Akademie und der Stiftung, dass sie das ermöglicht haben. Wünsche Ihnen einen guten Heimweg und freue mich auf ein Wiedersehen
in diesen oder